Ruinen des unheimlichsten Tempels, den ich jemals gesehen habe. Eine Insel. Okay. Dann reden wir mal mit den einzelnen Hallo. Göttern. Sagte der junge Held und stellte anschließend die alles entscheidende Frage. Du bist der Gott der Geschichten. Ich mag Geschichten. Ich mochte schon immer Geschichten. Besonders die Geschichte von Ritter Thilo, wie er ausritt, um den bösen Drachen zu erschlagen. Ja, eine meiner besten. Du hast die Geschichte von Ritter Thilo geschrieben? Ich habe alle Geschichten geschrieben, quasi. Junge verliebt sich in Mädchen, die Hure mit Herz, Happy End. Alles meine Erfindungen. Alles, was danach kam, waren nur Varianten. Wow! Außerdem habe ich die Wörter und, Breit und Marmelade erfunden, sowie die Buchstaben E, Q und L. Obendrein das Komma. Mhm. Letzteres wurde von der Allgemeinheit aber leider nicht angenommen. Ich muss irgendwie auf die Insel kommen. Könnt ihr mir helfen? Ich glaube, mein Freund Remy ist auf der Insel dort. Wie kann ich den See überqueren? Nun, es ist ganz einfach. So nun nicht. Erst einmal muss ich ein paar Rätsel lösen. Na toll. Ach, wir hatten doch schon das mit dem Licht. Können wir jetzt nicht einfach mit der Geschichte weitermachen? Nein. Früher haben uns die Leute gehuldigt, haben uns Opfer dargeboten, haben Tempel errichtet. Ich kann euch doch keinen Tempel bauen. Nein, aber du kannst uns huldigen, damit wir dir unsere Gunst erweisen. Ihr seid spitze. Wie armselig. Du musst jedem von uns ein Opfer darbieten oder uns einen Wunsch erfüllen. Irgendwie sowas. Oh ja. Und erst wenn du drei von uns auf deine Seite gezogen hast, verraten wir dir, wie du das dunkle Wasser gefahrlos überqueren kannst. Leute, das ist kein Spiel. Remy ist vielleicht in Gefahr. Wenn er im Tempel des Namenlosen ist, mit Sicherheit. Ein Grund mehr, dich zu beeilen. Hopp, hopp, Sterblicher. Erlange unsere Gunst. Erzähl mir mehr über den Tempel auf der Insel. Du hast gesagt, dass da auf der Insel sei der Tempel des Namenlosen. So ist es. Vor Hunderten von Jahren wurde der Namenlose immer mächtiger und gewann immer mehr Anhänger. Natürlich sahen die Priester der anderen Götter das nicht gern. Also verboten sie, den Namen des Gottes auszusprechen, seine Symbole zu tragen oder zu ihm zu beten. Diejenigen, die sich den dunklen Künsten verschrieben hatten und die Macht des Gottes für sich nutzen wollten, bauten diesen geheimen Tempel tief unter der Stadt. Dort feierten sie verbotene Rituale und vergrößerten die Macht des Gottes. Im Gegenzug bekamen sie unheimliche Kräfte von ihm. Klingt gar nicht gut. Das war es auch nicht. Irgendwann kam man ihnen auf die Spur und zerstörte den Tempel. Kurz darauf wurde der Namenlose verbannt und für Jahrhunderte regte sich nichts auf der Insel. Was geschah mit dem Tempel, nachdem er zerstört wurde? Und was geschah dann mit dem Tempel? Wie geht die Geschichte weiter? Vor einigen Jahren tauchten Männer auf. Sie besuchten den Tempel und hielten dort Riten ab, die wir seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hatten. Dunkle Magier, die zu tief in alten Büchern geforscht und den Tempel ausfindig gemacht hatten. Sie bauten eine Maschine, über deren Zweck man nur spekulieren kann. Vielleicht wollten sie den Namenlosen zurück in diese Welt holen. Wenn sie es wollten, so haben sie es nicht geschafft. Es wurde wieder still und dunkel auf der Insel. Ich glaube, die Magier wurden getötet. Dann könnte mein Zauberstab einem dieser dunklen Magier gehört haben? Ich weiß nichts von Zauberstäben. Ich weiß nur, dass der Tempel seit einigen Jahren von einem Geist bewohnt wird, der ihn niemals verlässt. Und Remy ist ausgerechnet auf diese verfluchte Insel gegangen. Das erinnert mich an eine alte Geschichte. Kurz nachdem die ersten Amphibien... Entschuldigung. Ich habe gerade keine Zeit für lange Geschichten. Na klar, lauf doch wieder durch die Gegend, schau dir Sachen an und versuch Dinge zusammenzufriemeln.
Soll ich für dich auch etwas tun, damit du mir hilfst? Was soll ich für dich tun? Gar nichts. Ich wäre dafür, dass es mit der Geschichte vorangeht. Wir haben gesagt, er muss für jeden von uns eine Aufgabe lösen. Aber du weißt ja nicht, was auf der Insel passiert. Es wird sehr spannend und sehr emotional. Was passiert auf der Insel? Hier bei uns werden Rätsel gelöst, wenn man vorankommen will. Wie in der guten alten Zeit. Also gut, eine Aufgabe. Erzähle mir eine Geschichte. Das ist doch wohl kaum eine geeignete Aufgabe. Geschichten erzählen ist nicht leicht. Es muss eine kreative und spannende Geschichte sein, die meinen hohen Ansprüchen genügt. Na los, Kleiner, denk dir eine Geschichte aus und hau uns aus den Socken. Okay. Ein junger Farmer auf einem Planeten mit zwei Sonnen, ein Junge, der bei seinen fürchterlichen Verwandten unter einer Treppe lebt, ein Archäologe, der ein kleiner Löwe, der Sohn des Königs in der Savanne. Ein kleiner Löwe, der Sohn des Königs in der Savanne. Sieht plötzlich ein weißes Kaninchen mit einer Taschenuhr, bekommt unerwarteten Besuch von 13 Zwergen. Bemerkt, dass er Superkräfte hat, will ein neues Leben jenseits des Ozeans beginnen und besteigt ein unsinkbares Schiff. Also der sieht plötzlich ein weißes Kaninchen mit einer Taschenuhr. Aha, packende Prämisse, spannende Charaktere. Der erste Akt ist geschafft. Wie ist die weitere Entwicklung und was ist der Showdown? Oh Gott, er trifft einen Mann, der ihm eine rote und eine blaue Pille zeigt und später, er hat Hunger und soll in einer Arena in einem tödlichen Wettbewerb gegen andere kämpfen. Später, er wird Kapitän und bekommt es mit Zombie- und Tintenfischpiraten zu tun. Als sein Vater stirbt, wird er das Oberhaupt der Familie und nimmt blutige Rache. Ja, also dann als nächstes trifft er einen Mann, der ihm eine rote und eine blaue Pille zeigt. Und später kann er dem Aquarium, in dem er die ganze Zeit gefangen war, entkommen. Kreuzt er die Strahlen mit seinen Freunden und kann so die Geister besiegen. Treffen er und Jenny sich mitten im Wasser wieder, wird sein Roboterfreund in flüssiges Eisen hinabgelassen. Kann er dem Aquarium, in dem er die ganze Zeit gefangen war, entkommen? Doch dann der Twist. Ja, derselbe Tag beginnt wieder von vorne. Er war die ganze Zeit selber tot. Es war ein Traum in einem Traum in einem Traum. Er ist Kaiser Zoss. Er war die ganze Zeit selber tot. Ah, sehr originell. Wieso tot? Meine Unterstützung hast du, junger Freund. Damit habe ich einen Gott schon mal auf meiner Seite. Fehlen noch zwei. War das wirklich so einfach oder habe ich jetzt wirklich einfach nur Glück gehabt? Hi. Hallo, junger Freund. Was soll ich für dich tun, um deine Gunst zu erlangen? Und was soll ich tun, um deine Gunst zu erlangen? Kannst du tanzen? Klar. Okay, meine erste Forderung, hör auf und mach das nie wieder. Okay. Malerei, Bildhauerei, Musik, wie sieht es damit aus? Tanzen kann ich am besten. Gut, dann überlassen wir die Kunst lieber den Profis, wie mir. Ich würde gerne wieder singen, aber ich weiß einfach nicht mehr, wie die Töne klingen. Besorgt mir eine Stimmgabel oder etwas in der Art. Wenn ich die Töne höre, wird mir schon wieder alles einfallen. Okay. Ich muss weiter. Gehe und erschaffe etwas. Willst du vielleicht einen Spiegel? Nein. Huhu. Oh, junger Freund, willst du einen Witz hören? Gott des Humors. Klingt nach einem tollen Job. Der Gott des Humors? Hört sich so an, als würdest du viel zu lachen haben.
Oh, natürlich. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Es ist schlimm, wenn man immer und immer und immer wieder dieselben Witze hören muss. Ihr habt einfach nur keinen Humor. Passt auf. Sagt ein Beamter zum anderen, ich weiß gar nicht, warum uns keiner mag. Wir tun doch nichts. Oder kennt ihr den? Ja, kennen wir. Spaßbremsen. Du bist so gut drauf. Du hilfst mir doch bestimmt, ohne dass ich etwas für dich tun muss, oder? Du bist so gut drauf. Du hilfst mir doch so auf die Insel zu kommen, Entschuldigung. Oder? Oh, Komiker haben eine düstere Seite. Es ist nicht einfach, alle Welt zum Lachen zu bringen. Was weißt du schon davon? Ich bin der Gott des Humors. Ich habe das Tätä, Tätä, Tätä erfunden. Nur damit die Leute wissen, wann sie lachen müssen. Ach ja? Zwei Kannibalen verspeisen einen Clown. Sagt der eine, der schmeckt aber komisch. Na, na? Der war neu. Siehst du, es ist ein hartes Geschäft, die Leute von den Sitzen zu hauen. Euch ist das allen nur nicht bewusst, weil ihr es nie selber ausprobiert habt. Hey, das ist es! Erzähl mir einen neuen Witz. Das ist meine Aufgabe für dich, Sterblicher. Bring mich zum Lachen! Ich soll dir einen Witz erzählen? Der so witzig ist, dass ich aus tiefstem Herzen lachen muss. Es muss ein Brüller sein. Okay. Ich kenne keine Witze. Ich glaube, ich kenne keine Witze. So ein Quatsch! Jeder kennt Witze! Die meisten sind natürlich kein Material, mit dem man einen Gott zum Lachen bringen kann. Aber trotzdem, frag am besten herum und versuch dein Glück. Ich muss weiter. Es gibt auch... Warte, ich überlege, welchen Witz nehme ich. Am liebsten habe ich immer noch... Was ist ein Mann in Salzsäure? Ein gelöstes Problem. Oh, ich mag den. Okay, guten der will Tag. Bestimmt ein Rätsel gelöst haben. Wünschst du mir einen guten Tag? Oder meinst du, dass es ein guter Tag ist, egal was wir wünschen? Oder dass du an diesem Tag alles schön und gut findest? Du bist also der Gott der Rätsel. Wenn du der Gott der Rätsel bist, müssen wir, glaube ich, mal ein ernstes Wort mit dir haben. Wieso? Warum muss immer alles so kompliziert sein? Eine unverschlossene Truhe. Jemand, der einem ohne Gegenleistung hilft. Ist das denn zu viel verlangt? Nichts in dieser Welt, das sich zu haben lohnt, fällt einem in den Schoß. Ja, aber Schachrätsel, um Türen zu öffnen? Komplizierte Maschinen in untergegangenen Tempeln, die völlig sinnlos gewesen sein müssen, als der Tempel noch in Betrieb war? Meine Rede lenkt alles nur von der Geschichte ab. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ein Tänzchen aufführen, um für einen Blitzeinschlag zu sorgen, ist doch großartig. Lass mich raten, ich muss irgendeine verquere Aufgabe lösen, um deine Gunst zu erlangen. Ich schätze mal, deine Gunst kann man nur erlangen, wenn man irgendwelche seltsamen Aufgaben erledigt. Nein, keine Aufgaben. Rätselfragen. Das ist alles, was mir geblieben ist. Okay. Wenn du mir eine Frage stellst, die ich nicht beantworten kann, hast du meine Gunst erlangt. Das kommt mir bekannt vor. Mein erstes Rätsel für dich lautet... Was hat Wurzeln, die keiner sieht? Ragt höher als Bäume und Wipfelsäume, wächst nie und treibt nicht und reicht doch ins Licht. Was hat Wurzeln? Nochmal. Kannst du die Frage nochmal wiederholen?